Hallo Leute, heute mal was ganz anderes. Wenn ich einem Moslem oder einer Muslimin etwas über Mohammed, den Boten des Islam, sage, dann kriege ich oft zu hören, ich meine, das kann jetzt auch etwas schreiben sein oder malen oder so, dann sagen die mir, ich hätte diesen beleidigt. Und alle Muslime dazu. Warum sagen die das? Geht das eigentlich? Was hat es mit dieser Behauptung eigentlich auf sich? Naja, im alltäglichen Sprachgebrauch, da sagt man schon, ja, der hat mich beleidigt. Aber wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, dass das, was man so sagt, eigentlich gar nicht stimmt. Und deswegen will ich jetzt genau das machen, mal ein bisschen genauer hingucken. Und da fangen wir mal vorne an mit der Frage, was ist eigentlich eine Beleidigung? Und in diesem Wörterbuch, da sieht man, dass es eine Beschimpfung ist, eine Verhöhnung, Schmähung, ein Affront, eine Ehrverletzung, Kränkung. Und in dieser Definition, da sehen wir zwei für mich zumindest interessante Dinge. Und das Erste ist, es kann, deswegen steht es in Klammern, strafbar sein. Und das Zweite, etwas als Beleidigung auffassen und für eine Beleidigung nehmen. Also eine passive und keine aktive Aktion. So, das erste ist strafbar. Okay, da gibt es jetzt zum Beispiel den Paragraphen 185 im Strafgesetzbuch. Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe und so weiter und so weiter bis und mit Geldstrafe bestraft. Und da sind jetzt einige Faktoren drin, wie öffentlich in der Versammlung, Verbreiten des Inhalts und so weiter. Und diese Fassung ist erstellt worden zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Und das Anfang 2021. Und deswegen will man es auch direkt wieder abschaffen. Weil zum Beispiel 2019 hat das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dies gilt für den Einfluss des Grundrechts auf Meinungsfreiheit auf die Auslegung und Anwendung nicht. Das heißt also, die grundrechtsbeschränkenden Vorschriften, die sind immer noch gültig. Das heißt also, nicht alles, was nach Beleidigung riecht, ist also eine solche. So, das Zweite ist jetzt, das ist jetzt mit diesem Auffassen und Nehmen. Das heißt also, es ist ein Fühlen einer Emotion. Eine Beleidigung richtet sich gegen die Ehre. Und hier kommt jetzt der entscheidende Faktor. Wenn ein unbefangener, verständiger Dritter sie als ehrverletzend versteht. Das heißt, dazu kommt dann noch eine weitere Einschränkung, denn in jedem Fall muss der Gegner eine Beleidigung eine feststellbare Person oder eine abgrenzbare Personengruppe sein. Also weder eine Märchenfigur noch eine unbestimmbare Gruppe. Das heißt also, hier fliegt jetzt einiges raus, was ich am Anfang schon vorgestellt habe, dass nämlich man Mohammed oder so weiter gar nicht beleidigen kann, weil er sich nicht beleidigt fühlen kann und die unbestimmbare Gruppe wäre dann alle Muslime. Und ein weiterer Aspekt ist, wie oben erwähnt, die Abwägung zwischen der verfassungsrechtlich verankerten Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und ebenso ist eine lediglich unhöfliche oder unmanierliche Geste oder Äußerung nicht strafbar. Also diejenigen, die sich beleidigt fühlen, aktiv, das muss man jetzt vorstellen, man muss sich aktiv beleidigt fühlen. Ja, also das ist zwar passiv, aber man muss es wollen. Das können dann Menschen, Berufsstände, religiöse Gemeinschaften oder beliebige Gruppierungen sein, nur muss es sich um einen definierten oder überschaubaren Personenkreis handeln. Also wenn ich sage, alle Muslime, dann können die sich nicht dazugehörig fühlen und sagen, so, wir Muslime sind jetzt alle allesamt irgendwie, irgendwie emotionell geschädigt oder beleidigt worden. So, ich denke, wir haben jetzt mal ein paar Fakten gesammelt und können jetzt mal zum Ergebnis kommen. Eine Beleidigung muss als solche von einer Person so verstanden werden. Okay? Ich kann also kein Buch wie den Koran beleidigen oder den Islamboten Mohammed. Beide können nicht aussagen, sie würden sich beleidigt fühlen. Und damit fällt auch automatisch jeder Gott oder Geist hier raus.
blasphemische Äußerungen oder auch Gotteslästerung genannt, das war tatsächlich bis 1969 noch ein strafrechtlicher Tatbestand. Und das haben wir ja im Atheistenstream ausführlich besprochen, dass dies nur mit Stören des öffentlichen Friedens einhergeht und völlig gummiartig interpretiert werden kann. Dies hat aber auf jeden Fall nichts mit Verletzung von Gefühlen zu tun, worüber ich heute rede. Außerdem kann ich ja gar nicht wissen, wodurch ein Mensch in einem anderen Land sich beleidigt fühlt. Ein Daumen hoch in Deutschland ist ein positives Zeichen. Im Iran eine der schwersten Beleidigungen und bei Tauchern das Zeichen des Aufstiegs zur Oberfläche. Also völlig unterschiedlich. Wenn ich also eine Strichfigur male und da Mohammed drunter schreibe, kann ich nicht unbedingt wissen, dass sich jemand am anderen Ende der Welt dadurch beleidigt fühlt. Weil ich ja nicht ihn gemalt oder verunstaltet habe, sondern eine Fantasiefigur, so wie Aschenputtel. Wenn jetzt Aschenputtel-Liebhaber sich auf den Steps getreten fühlen, ist das eine unbestimmbare Gruppe. Also auch wieder weit weg von der Behauptung, ein Einzelner sei beleidigt worden. Genauso wie der Begriff Muslime viel zu generell ist. So, und jetzt zum Fazit daraus. Eine Äußerung oder Tat muss als Beleidigung von einer Person erfasst und auch so verstanden werden. Wenn jemand beschließt, sich beleidigt zu fühlen, ist dies eine emotionale Handlung, eine Herabsetzung des Ehrgefühls. Es muss eine feststellbare Person sein, die sich durch Missachtung der Werturteile beleidigt fühlt. Eine Beleidigung kann nicht einseitig ausgesprochen werden, sondern muss als solche vom Gegenüber so aufgenommen werden. Und eine wahre Tatsachenbehauptung kann keine Beleidigung sein. Das heißt, wenn jemand konfrontiert wird mit etwas, was ich gegen die Person sage, und diese Person jetzt sich entschließt, beleidigt zu sein oder sich so vorzukommen, als wenn jetzt die Gefühle verletzt wären, dann kann, sobald dieses vorüber ist und diese Person sich sagt, nein, ich höre jetzt auf, beleidigt zu sein, dann auch wieder ansprechbar sein für rationelle und normale Argumente. Und im Einzelfall kann eine als Beleidigung empfundene Äußerung durchaus als ein Ausdruck unter der Meinungsfreiheit gesehen werden. Und die Umstände der jeweiligen Situation, das kann auch Satire im Streit oder auf einem Fußballplatz geschehen, das muss dann ebenfalls berücksichtigt werden. Was ich tunlichst vermeide, ist eine Meinung abzugeben über die neuerdings verschärften Gesetze bezüglich Hass, Kriminalität und Volksverhetzung, weil das nun wirklich nur noch rein emotionale Interpretationen, also Gummiparagraphen sind. In meinen Augen genauso idiotisch ist die Darstellung Störung des öffentlichen Friedens, wenn es um religiös fokussierte Äußerungen geht. Also mir kann jeder irgendetwas an den Kopf werfen, mich interessiert das nicht. Für mich sind das Wörter, die mich aber nicht betreffen. Wenn jemand ein Problem hat mit dem, was ich sage, dann kann der oder diejenige mir einfach sagen, pass auf, das ist falsch. Und hier ist der Grund, warum es falsch ist und so wäre es richtig. Und dadurch haben wir dann eine konstruktive Kritik, die dann beide weiterbringt. So, ich hoffe, ich habe da jetzt ein bisschen Klarheit reinbringen können und dass das mit der Beleidigung jetzt vielleicht auch ein bisschen klarer geworden ist für die Einzelnen. Dankeschön fürs Zuhören, danke für die Zeit und bis demnächst und bis zum nächsten Video. Ciao for now.